Einen wunderschönen guten Tag und recht herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Buzzworld. Wir spielen heute nochmal ein Szenario. Und zwar, an der Shenfen-Tankstelle auf dem Berggipfel ist ein technisches Problem aufgetreten. Und so, dass es mehrere Tage nicht funktionieren wird, der Bus, der bald zur Strecke fährt, hat keinen Kraftstoff mehr. Und die einzige Möglichkeit zum Tanken ist zur Tankstelle an der Küste zu fahren, damit der Kraftstoff nicht ausgeht, solltest du weniger bremsen und beim Bergabfahren den Motor abstellen. Das ist das, was wir heute einmal machen. Genau, das ist so eine kleine Betriebsfahrt. Ich wollte nämlich nochmal ein kleines Szenario einschieben, damit wir für den freien Modus ein kleines bisschen mehr Möglichkeiten haben. So. Weil man schaltet sich damit der Sachen frei. So, oben sehen wir auch schon die. Oh, die geht aber ganz schön. Eieiei, kann ich denn, wenn ich kräftiger beschleunige, geht das schneller. Ja, Tatsache, okay. Das heißt, wir müssen hier bei Spritsparen fahren. Oh, das könnte aber wild werden. Okay. Das heißt, wir fahren heute, ne? Ihr seht das schon, ohne Fahrgäste. Dafür mit Spritsparproblem. So, und hier muss man bestimmt so einen offiziellen Disclaimer einführen. Fahrt natürlich nicht oben mit ausgeschaltetem Motor den Berg runter. Moderne Fahrzeuge haben dafür, die stellen dann automatisch irgendwie die. Das regelt das Auto schon irgendwie für euch. Man sollte auch, glaube ich, dann gar nicht mehr den Gang rausnehmen, so was man früher immer gemacht hat. Sondern das kriegen moderne Autos hin und vor allem hast du das Problem, dass dann sämtliche Systeme, Servo, Brems, Kraftverstärkung, funktioniert alles nicht mehr. Also, ich habe jetzt nicht 10 von 10 Ahnung von Autos, aber ich glaube, das ist keine gute Idee, was wir da machen. Aber, hey, hier ist so eine Tankstelle. Ach, das ist die kaputt. Ja, schon, ich sehe, da steht ein Closed-Schild. Okay, I see. Das ist ein Problem. Heißt, wir müssen tatsächlich, ich sollte weniger bremsen. Wie mache ich das denn, wenn ich da Fahrzeuge vor mir habe? Ja, da hat natürlich wieder keiner drüber nachgedacht, ne? Naja, gut. Vor allem das kleine Tuk-Tuk-Dingens da vorne, das ist, ich könnte überholen. Ne, ich kann auch nicht beschleunigen. Das ist ein Problem. Naja. Wir werden einfach gucken, dass wir da irgendwie runterkommen. Und ich meine, je länger das jetzt einfach nur so bergab geht, ohne dass, ne, ist eigentlich egal, wie schnell wir fahren. Bremsen kostet ja keine, also Bremsen kostet ja keinen Sprit. Das ist ja dann nur für Strecken, die wieder ein bisschen weiter geradeaus gehen. Da sollte man natürlich nicht zu. Das ist schön, hier sollte man natürlich nicht zu langsam sein. Warum geht der Berg da weg? Lass den doch da. Das sieht doch gut aus. Okay, dann mach ihn halt weg, Engine. Ist okay. Sehe ich halt. Erst kommt er wieder. Okay, ich raff das. Ehrlich gesagt nicht. Okay. Okay, ja, so sollte das aussehen. Das sieht richtig aus. Aber nur wenn es an der Seite. Ich fahre da jetzt dran vorbei. Nee, ich fahre nicht dran vorbei. Jetzt auf einmal fahrt ihr wieder schneller, oder was? Na gut. Boah, Kinders. Ach, hupen kann ich auch nicht, wenn der Motor aus ist. Okay, ja, sehr gut. Ich hatte einfach mal mehr Abstand. Allerdings, ne, es gab auch Updates. Ich habe auch mal geschaut. Seit den letzten Aufnahmen gibt es das ein oder andere Update für das Spiel und da ist der Vorteil, dass das auch das, was ich tatsächlich hier kritisiert hatte, dass KI immer so viel schneller bremsen kann als man selbst, das wurde jetzt abgestellt. Das heißt, die KI bremst jetzt softer und kann nicht mehr so einen auf Zack-Bumm-Vollbremsung machen. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Und man kann jetzt auch sehen, welche Busse man potenziell freischaltet und man kann die auch Map unabhängig benutzen. Das werden wir nachher uns gleich mal anschauen, weil wir werden im Anschluss hieran noch eine kleine freie Fahrt machen. Das würde mich mal interessieren. Und der Ladescreen hat mir einen wichtigen Hinweis gegeben. Und zwar war da der Tipp drauf, dass man im freien Modus auch selbst tanken muss. Das wusste ich gar nicht. Und ich sage mal, hierdurch wird man natürlich ein bisschen fürs Tanken sensibilisiert. Ich muss doch das doch eine Gerade. Ich muss doch jetzt rollen. Kinders! Och, nee. Jetzt habe ich durch die. Ja, danke, ne? Also wenn ich jetzt wegen. Ne, also ich will jetzt ja nicht sagen, dass das jetzt nur an euch liegt, aber wenn ich die Challenge jetzt nicht schaffe, ist das schon. Ja, müssen wir den Motor anlassen, ne? So, ich weiß auch nicht, wie realistisch hier dieses Spritverbrauch-Dingens ist. Ich würde halt nur schalten können, wir halt nicht, sonst ist er im nächsten Gang. Das heißt, das können wir jetzt eigentlich vergleichsweise chillig. Was geht hier aber berghoch? Eieiei. Wir haben auch noch ein bisschen Strecke. Hilfe, zur Hilfe. So, ja, ich schau mal sporadisch. Ich würde es ungern anhalten. Ja, das passt. Oh, es geht. Berg.
Ja, natürlich. Motor abschalten. Ich sehe schon die Kommentare. Hey Josh, aber das und das passiert gar nicht, wenn du den Motor abschaltest. Und das heißt ganz anders. Ja, ich weiß aber nur, dass man es vielleicht nicht tun sollte. Ich mach's jetzt hier trotzdem. So, schaffen wir die kleine Kuppe oder müssen wir da nochmal ganz kurz... Ich glaube, wir schaffen sie nicht. Okay, aber der bremst auch ganz krass im Motor, wenn... Okay, so jetzt aber... Ja, er nimmt auch scheinbar da den Gang raus, das ist ja schon mal... Ja, alles andere wäre ja komplett dämlich. Ja, okay, ich habe das auch nicht drüber nachgedacht. Klar, mit ausgeschaltetem Motor und eingelegten Gang. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem Plan. So, was sind wir denn jetzt da? Das ist aber viel zu weit. Ich schaffe das doch nicht. Jetzt habe ich immerhin keinen KI-Verkehr mehr vor mir. Das heißt, ich kann auch... Oh, hi. Heißt, ich kann auch ein klein wenig wilder fahren. So, einfach rollen lassen, ne? Ich muss doch noch mal über die ganze Insel. Ich habe nur noch halb Sprit. Wie stellt ihr euch das vor? Eieieiei. Ich habe da jetzt nicht so viel Vertrauen, dass das funktioniert. Hm. Naja, je nachdem, wie viele bergab Stellen es ja noch gibt. Davon hängt das auch ein klein wenig ab. Ich habe jetzt aber auch nicht... Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir jetzt schon aufnehmen. Eieiei. Hui. Das Licht ausmachen, spart bestimmt. Ja, nee, jetzt das zockt er jetzt eigentlich von der Batterie, ne? Von daher ist das eigentlich vollkommen Wurst. So. Wobei wir natürlich eigentlich jetzt auch sämtliche, an alles, was in der Batterie drin ist, klammern sollten. Also auch wir jetzt einen Anlasser da brauchen. Ja. Joshs Halbwissen über Autotechnik heute. So, okay, das ist die Aufnahmezeit. Da haben wir noch auf jeden Fall hoffentlich noch Zeit für eine kleine freie Fahrt. Weil ich möchte jetzt müssen wir demonstrieren, welche Fahrzeuge wir haben. Ja, vielen Dank auch. Ich kann halt auch nicht vorbei. Das ist halt jetzt echt ein... Wie stellt sich das Spiel das denn vor? Also... Ja, ich wage das mal, ne? Ja. So, der Wasserfall, das ist ganz schön. Nur kann ich das Zeug da runter fließt leider nicht tanken. Außer wenn ich mich da selbst bezeichne. Da funktioniert das natürlich. Wie weit haben wir es denn noch? Uiuiui. Puh, wild. So, ich muss jetzt, glaube ich, in jeder Folge mindestens ein Jugendwort einbinden. Das ist ganz wichtig. Dazu werde ich jetzt vom, ist das der Langscheid Verlag, der das immer, ja, bestimmt. Der verpflichtet jetzt ja alle Influencer, dass sie mindestens einmal pro Folge irgendein Jugendwort von sich geben. Ja, das ist ganz bestimmt korrekt. So. Wenn ich jetzt halt wüsste, ab wo es flach wird, könnte ich quasi jetzt hier so ein bisschen... mehr bremsen immer mal in den Kurven und dann kurz vor dem Teil, wo es flach wird, ein bisschen mehr rollen lassen. Davon schon wieder eine KI. Mach doch sowas nicht mit mir. Ja, es ist jetzt echt ein Problem. So, da vorne rechts und dann, okay. Du fährst bitte einfach geradeaus, ne? Und bitte ein bisschen schneller, wenn die Bremse ist gerade. Ja, das könnten wir schaffen. Das könnten wir schaffen. Das ist nur noch hier rechts. So, ich muss ein bisschen hier, ne? Oh, hi. Sorry. Ich muss da mal quietschende Reifen. Ich hab's mal synchronisiert. Das ist 10 von 10 realistisch. So. Schaffen wir das bis da vorne? Ich mutmaße nicht, weil wir auf der Geraden sind. Aber es ist hübsch hier. Ja, aber wir rollen da jetzt erstmal noch eine Weile, ne? Dum, 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 dum. Ja, das schaffen wir doch aber... Eigentlich könnte ich jetzt, ich muss ihn wieder anlassen, ne? So, einfach nicht so schnell. Da vorne müssen schon die Stele sein, aber da die hier einfach zwei Tankstellen haben, finde ich auch wild. Genau, der wird einfach langsamer, wenn ich... Okay, deswegen sollte ich den Motor ausmachen, weil... Der wird halt langsamer, nicht dass jetzt... Okay, hier in dem Gebälk brauche ich aber ganz schön viel Sprit, du, ne? Okay, was willst du hier raus mitnehmen? Gold. Was ich jetzt hier raus mitnehme, ist die... Oh, das sieht auch cool aus. Ist die Tatsache, dass wir... Ja, danke für die XP. Mhm, okay.
Was ich daraus mitnehme, ist, dass wir im freien Modus tanken müssen. Auch gut zu wissen, der nächste Szenario ist der Nachtsturm, ein Tornado. Da bekomme ich auch einen neuen Bus. Also das wird sich rentieren und den Bus habe ich auch Bock. Wir können uns die aber auch mal anschauen. Also unabhängig jetzt von diesem kleinen Vorschaubildchen können wir uns die auch tatsächlich im freien Modus direkt anschauen. Genau hier, vergiss im freien Modus nicht, den Kraftstoffstand zu prüfen. So, hier sehen wir nämlich, das ist der Bus aus dem... Oh, der gibt es auch in Gelb. Seide, Verlauf. Das ist, glaube ich, bestimmt eine Garage am Hafen. Das sieht ja voll geil aus hier. Das ist mega. Okay, wir könnten andere Sitze einbauen. Welche sind denn cooler? Ja, die sind schon Premium, ne? Türen. Wir machen mal diese Tür da, ne? Fenster. Ne, das sieht schäbig aus. Wir machen mal mehr Glas. Ja, das sieht doch fantastisch aus. Ich habe den Bus jetzt so customized. Stern. Okay. Dann haben wir noch den Bus, der kommt wahrscheinlich aus der anderen Karte. Den hier kriegen wir hier wieder. Den kriegen wir auch hier. Boah, den will ich haben. Okay, Flexbus. Was haben wir noch? Oh, der so kleine Knuffi mit den... Oh, das ist schön mit dem Dach da, ne? Und... Das sieht aus wie ein schlecht nachgemachter Citaro Facelift hinten vom... Verlauf, ne? So ein bisschen. Er ist auch nicht vollständig, aber vorne war schon teilweise. Okay, wir fahren jetzt mal eine Runde mit dem Kollegen hier. Vielleicht was, was jetzt nicht so lang geht. Da sowas zum Beispiel, ne? Eieiei. Jetzt sind ja teilweise, sind das ja Monsterrouten, denn wir machen das mal das kurze hier, ne? Wir starten ja am Hafen, Garage am Hafen. Wir können aber auch Wir können einfach eine Route erstellen. Ralf. Route. Ich finde das gut. Ralf Route, das ist absolut korrekt. So, am Hafen. Wollen wir an dieser Station starten? Nach da hinten fahren bringt jetzt nicht so viel. So, was nehmen wir denn im. Okay, wir fahren jetzt basically die Route, die es ja schon gibt. Aber nee, die ist special, weil. Ich will nämlich hier direkt am Wasser langfahren, dann will ich hier langfahren und dann will ich da langfahren. Und dann will ich hier enden in Pingu. Ich glaube, das ist ziemlich genau die Route, die es schon gibt. Aber ich habe sie selber erstellt. 2, 4, 6, 18. Das ist viel zu lang, glaube ich, ne? Gerade zwischen Fischerhütte und Bedongbrücke machen wir mal nur eins. Ja, das wird schon passen. Und zwischen... Ja, wir können aber auch ein bisschen zu früh da. Ach, den Hafen brauchen wir auch nur eine Minute. So. Ralf-Route. Und Abfahrt. So. Ah ja, hübsch hier, ne? 31 geht's los. Ach, wir haben auch gesprittet, ne? Wo ist denn, wie viel haben wir denn? Nein, 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 will ich nicht. Chill mal. So. So, wir können doch auch irgendwie... So, nach außen schauen. Das ist ja voll... Ich mag unsere Linie voll. Hafen nach Pingu. So, was sagt denn hier unser... Wow. Das ist ja mega die Premium-Tür. Das ist ja richtig... Ja, der Bus ist ja 10 von 10 Premium, du. Das ist ja... ein absolutes Premium-Fahrzeug, was uns jetzt hier angeschafft haben, ne? Hübsch. Guck mal. Oh, wir können sogar... Ich sehe mich da. Die Tür ist ja mal cool. Ah, die ist schon nice. So, setzt euch auch bitte hin. Ich darf erst in 32 losfahren, ne? Ich habe schon wieder zu viel Zeit da drin, ne? Das ist ein Thema. Ich guck mal ganz kurz vorne. Ja, und dann die nächste darf ich in 3. Das ist dann das hier, ne? Wunderbar. Ich will ja wieder keine Strafe bekommen. Das ist wieder das Problem an den eigens erstellten Routen. Das ist das Problem einfach an Ralf Route. Das ist,
Jetzt können wir ja vor allem auch mal langfahren, ohne diesen Tsunami-Stress hier zu haben. Vor Ort ist ja viel zu früh. Ja, okay. Ich sehe das Problem. 1,5 Minuten ist jetzt hier. Ich kann aber auch nicht rumlaufen, ne? Nicht, dass ich ja irgendwie jetzt die Möglichkeit hätte zu sagen, oh, wir machen das irgendwie... Ja, okay, es ist viel zu viel Zeit, die wir hier verblabbern. Ah, da können wir doch hier auch mal die Palmen... Wir können einen schönen Bus appreciaten, ne? Und so viel Abzug bekommen wir auch nicht. Aber die XP hätte ich halt schon gerne. Ich bin ja schon so eine... Also wenn es schon Experienzen gibt, dann will ich die auch irgendwie haben. Weil man bekommt ja Sachen freigeschaltet und so. Deswegen... Ja, da möchte ich dann schon irgendwie... Die XP dafür. Boah, eine Minute kann aber ganz schön lang sein, du, ne? Da habe ich die Zeit schon verkürzt. Ja, ich glaube, da muss ich noch ein bisschen... Keine Hubverriegelung, ne? Da muss ich noch ein bisschen meine eigene innere Uhr verbessern. So, bis bei 40, ne? Eieiei. Da kann aber auch ganz schön lang sein hier, ne? Kann man ein Fenster auf? Nee. Es klimatisiert hier das Ding, ne? So, 50. Ich habe ja wieder 2 Minuten eingebaut. Ja, gut. Wir fahren einfach mal gemütlich, ne? So, dafür ist dann zwischen den nächsten beiden nur noch 1 Minute. Das ist hoffentlich irgendwie in Ordnung. Ja, es ist echt kürzer, als man denkt. Das heißt, diese ganz langen Routen sind vielleicht jetzt auch nicht so schlimm. Ja, wir werden mal sehen. Die Bedongbrücke. Ja, man kennt's. So. Können auch ein bisschen hier das schöne... Das schöne Wasser hat einmal begutachtet und das schöne Küste und nachher auch gleich die Bedongbrücke. Ich finde gut, dass die Bedongbrücke heißt. Es beschreibt wahrscheinlich ziemlich treffsicher, was dort anzutreffen ist. Das ist auch nur 1 Minute dauert, hätte ich jetzt aber auch nicht erwartet, ehrlich gesagt, ne? Ja, man hat auch, glaube ich, also ich habe zumindest ein schlechtes Gefühl für solche Distanzen. Ne? Jetzt habe ich 1 Minute Zeit. Machen die... Okay, die hören auch die gleiche Musik. Ich dachte schon, die machen hier so, so Kniebeuge oder so. Dann schönen guten... Achso, erstmal ciao, ne? Erstmal raus mit euch. Ciao, ich bin raus. Musik aber bitte nicht so laut im Bus. Dankeschön. Auch an die Zwillinge hier. Das ist so eine Verfolgerkamera. Wild. Okay, die verhalten sich im Bus aber ruhig. Das ist schon mal schön. So, das ist der, ne? Das ist der Dingens hier. Und das andere ist die andere. Okay. So, wenn 36 ist, kann ich los, ne? Ist nicht gleich 36? Jetzt. Okay, das ist die offizielle Außensicht. Ja, okay. Was? Was, 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 was? Wo ist denn die Hupe? Ich sehe ja keine Tiere. Okay, da ist die Hupe. Ich habe sie gefunden. Ja. Bestimmt nicht übertrieben viel, das ist vollkommen ausreichend, also vollkommen auch angemessen. So, hier haben wir auch mal eine angemessene Fahrzeit, habe ich das Gefühl, ne? So, mal rein hier. Okay, ich habe nicht so stark gebremst, das war der Bus automatisch. Er hat irgendwie kurz einen Anker geworfen, das tut mir leid. So. Ja, Musik bitte draußen weiterhören. Dankeschön. Erstmal aussteigen. Hier ist aber auch viel los. Dann dauert das auch ewig mit dem Fahrgastwechsel, ne? So, Dankeschön. Ach, die machen alle hier NFC oder so, ne? Deswegen kriege ich hier automatisch den Busfahrpreis überwiesen. So, Pingu. Hast du die Bedongbrücke?
einfach der zentrale Umsteigepunkt. Du kannst hier umsteigen, du kannst da umsteigen, du kannst alle Himmelsrichtungen kannst du hier fahren. Das ist ja fantastisch. Da ist die Beddungbrücke. Ja, 10 von 10. So. So, sehr geehrte Gäste, wir erreichen in Kürze unseren Zielunterhalt. Wir bitten Sie, alle auszusteigen. Was? Ich hatte doch so viel. Ich war doch. Das hat doch. Ich hatte doch 500 Punkte. War so gut. Und das ist aber. Ich sag da nichts mehr zu. Ciao, bin raus. Ich hab Mönche trotzdem Gold. Naja. Na, da kriegt ihr mir so viel XP dafür, das ist ein Problem. Nur 62 Erfahrung. Ja, weil wegen. Sonst hätte ich 82 bekommen. Okay, das bringt jetzt auch nicht so viel. Ach, und das bekomme ich dann, wenn ich das. Okay, das bekomme ich, wenn ich das voll habe. Naja, gut. Sehr schön. Das war wohl der freie Modus. Jetzt könnte ich hier an der Tankstelle fahren und tanken. Aber ich habe. Oh, das braucht echt viel Sprit, ne? Ich tanke mal, ne? Dankeschön. Kostet das Geld? Bitte lass es kein Geld kosten oder so. Das ist ein Joystick-Taste 0. Okay. Wild. Das heißt, also Joystick-Taste 0 war die Tür-Taste. Also die ganz normale Tür-Öffnen-Taste. Das war jetzt eine ganz wilde Sache. Okay, aber... Dann... Ich bin der Opa. Okay. Gut, dann bin ich wohl der Opa. Und als Opa sage ich jetzt mal vielen recht herzlichen Dank fürs... Einschalten, Zuschauen, fürs dabei sein. Mach alles gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.